Folge 1. Ein gigantisches Rollenspiel beginnt. Es ist soweit. Endlich startet das wohl bekannteste und wohl auch beste Rollenspiel für die Wii aller Zeiten. Xenoblade Chronicles. Viel Spaß! Das meint jetzt eigentlich niemand viel Spaß, meine Güte. So einfach mal. Also irgendwie hat er da ein interessantes Intro auf, na egal. Xenoblade Chronicles, ein Spiel, das von so vielen von euch gewünscht wurde und das ich jetzt endlich auch mal zocken kann. Für mich ist es noch komplett blind, aber wie bereits erwähnt, es soll ja eins der besten Spiele sein. Was? Sprache, was hab's denn sonst noch? Englisch. Ja, Englisch natürlich Standard, Japanisch kann ich noch auswählen, Deutsch nicht, gut, dann halt eben nicht. Sprache ist natürlich die Frage, soll ich Englisch nehmen, soll ich Japanisch nehmen? Je nach Spiel und je nach Genre und so weiter und so fort, vor allem natürlich je nach Synchronisation, könnte Englisch besser sein oder auch Japanisch ist immer so eine Sache. Gibt es sonst noch irgendwie Untertitel? Textsequenzen? Vorgesetzt für ein Auto-Untertitel ein. Wisst ihr was, Leute, ich lasse mal auf Englisch, wenn ihr das Gefühl habt, Japanisch sei besser und werde auch das mal einstellen und so. Können wir alles nachgucken, alles klar. Neues Spiel, fortsetzen, geht ja gar nicht, hat gar keinen Spielstand. Ja, wollte ich gerade sagen. Also dann, endlich geht's los mit Xenoblade Chronicles. Die Welt muss ja gigantisch sein, das Teil so lange lädt. Ist mir gerade abgeschmiert? Nee, oder? Nee, geht doch. Was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then two great titans came into existence. The Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mekon. They're advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see.
given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah, that's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse on. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave is approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Hom's welcome. Acknowledged. Yeah. Ha! What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. Yeah. That should give me time to escape. Was für eine miese Schlange. Oh, wir sind plötzlich auf dem Kampffeld. Ja, super. Und jetzt? Okay, drücke L oder R, um einen Gegner anzuvisieren. Gegner, Spieler, alles klar. Der Michon M72. Wenn du einen Gegner anvisierst, erscheint das Kampfmenü. Hä? Wie? Rundenbasiert? Irgendein Kampf mit... Ah. Okay, kann das... Achso. Mit dem Steuerkreuz, so. Kämpfen und jetzt? Ja. Ja, nicht dem Gegner einen Autoangriff zu aktivieren, wenn ihr für ein großes Kanal in der Phase geführt werdet. Okay. Okay, muss aber trotzdem noch einen A-Knopf drücken und wie sieht's aus? Ja. Wähle eine Technik mit Steuerkreuz und aktiviere sie mit A, wenn ihr die Kanone nicht angeht. Ja, ist eigentlich logisch. Verzauberung verleiht der Gruppe Kraft, Schmetterschlag für den großen Schaden, sondern nämlich ein bisschen Final Fantasy momentan. Ja, ja. Das ist ein bisschen ungünstig hier mit der Steuerung. Ja. So, ich spiele hier mit dem Classic Controller und irgendwie wäre es mir lieber, wenn das Steuerkreuz gerade auf der linken Seite wäre. Egal. Jetzt geht nicht auf das Schwert. Puh, die machen gar nichts. Ah, damit zu lange. Zusatzschaden gegen Michon. Ja! Alter Schwede! Ich muss sagen, bis jetzt macht es noch Spaß. Ich muss sagen, nichts Monado aktiviert. Jetzt macht es Monado frei. Offenbar gar nicht möglich, oder wie sieht's aus? Ah, greift automatisch an? Nee, noch nichts. Ja. Also das Kampfsystem noch nicht so ausgereift, wie ich es gerne hätte, ich denke mal, aber da kommen wir schon noch dahinter, das genau. Oh, das ist der nächste Gegner. Ja, das ist er doch. Ja. Setz die Macht frei! Geht irgendwie noch nicht. Ermöglicht alle Waffen, Michon zu verletzen. Okay, in dem Fall geht es sonst nicht, oder wie sieht's aus? Ah doch, jetzt greift automatisch an. Ist ja schön. Und irgendwie ein bisschen billig, um ehrlich zu sein. Ah! Kammer drin, kann ich auch noch mit R? Oder wie sieht's aus? Yeah, kann die Kamera drin. Ist das cool. You gotta be kidding. It's their main force. Looks like the Mechon are hell bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon, Munka, let's do this. Ah!
going down that easily. Tomban, you all right? Oh, what does it look like? I'm still good to go. Guess even a hero's gotta reach his limit eventually. Munkar, what are you doing? That way is... Sorry, brothers. Hate to drop this on you, but it's the Monado they're after. So have fun keeping them occupied for me. I'm getting the hell out of here. Munkar, you jerk. Ah, don't worry. I'll organize your funerals. Well, see you, boys. Wait. If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Tomban? Dixon, take care of the survivors. Tomban, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quiet down a bit. That thing's gonna be mine! Oh no, please! No! Vile Mekon, if you think the Homs, the people of Bionis, are just waiting here for you to pick us off, you are sorely mistaken! Alter Schweizer Gaudei. War das so ein episches Intro oder was? Und die haben also die ganze Zeit auf so einen Titan gekämpft, beziehungsweise auf zwei Titanen. Wow. Echt nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, der Sinn dahin ist noch nicht ganz logisch und auch das Kampfsystem ist noch ein bisschen seltsam, aber mal schauen. The joint section, it's buckled. It's completely useless. Ugh. An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Shulk! Right. It's not a Mekon. It's just a Krabble. It was using the Mekon armor as a shell. I'll lure it away and top it. When it's down, use your arts to finish it off. Ah! Tja, Freunde, Schlag auf Schlag geht's weiter. Was zum... Eine leere Kabelanzeige resultiert in Kampfunfähigkeit. Ja, für was noch sonst, hm? Wähle eine Technik mit Steuerkreuz und aktiviere sie mit A. Ja. Den Rückschlag effektiv einsetzen. Was? Schutztechnik Rückschlag. Eine leichte Heilung Kabel herstellen. Wähle aus, wer gehalten werden soll. Ja, ist schon gut. Ja, ist auch nicht. Von hinten fügt Zusatzschaden zu, okay. Josat! Hallo, was ist denn schon wieder? Techniken können nicht ständig verwendet werden. Aufladen beginnt nicht. Ja, das hat doch bereits eben gemerkt im ersten Kampf.
Was? Jeder Charakter verfügt über eine eigene Spezialtechnik. Wähle das mittlere Symbol und drücke A, um die Spezialtechnik einzusetzen. Die Anzeige fühlt sich das. Ja. Was mache ich jetzt eigentlich? Wo bin ich jetzt? Kann ich das verlassen? Nö. Halkabel? Brauchst du das überhaupt? Nee. Was war das gerade? Ich habe irgendwie die Krabbe gebodycheckt und plötzlich lässt eine Schatztruhe fallen. Nicht eine Falltruhe, Schatzen. So, Krabbel-Eisenhaus, kleiner Panzer, alles nehmen. Ein bisschen was von Minecraft war. Mit alles nehmen! Grüne Barrieren verhindern die Flucht. Das ist ja typisch. Und schon ist der nächste Gegner dran. Gut, okay, muss Kampf erst noch beginnen und so. Irgendwie, das Kampfsystem hat, also momentan scheint es zumindest so, eine Mischung zu sein aus The Last Story und Final Fantasy. Das ist irgendwie rundenbasiert, einerseits, also, ja, nicht ganz rundenbasiert, ja, wie gesagt, es ist eine Mischung, nicht ganz rundenbasiert, bin ich jetzt tot. Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got it shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Schultz. Anyway, we better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Sag mal, Leute, kommt's mir nur so vor, dass die Grafik ein bisschen seltsam. Irgendwie haben alle so große Nasen, fällt mir einmal so auf. Jetzt an dem Fall das Entfernung zum nächsten Hand. Ah! Nicht schlecht, die Entfernung also, um die Kamera zu bedienen. ZL für die Kamerasteuerung, ja, schön, gut. Was? Ah, Speichern natürlich! Speichern ist natürlich noch eine gute Idee. Tutorials, vielleicht werde ich mir die Offscreen nochmal anschauen. Schatztruhe! Was ist denn hier drin? Süßer Raubsaft, geknickter Fühler, Ja, lasst es uns schmecken. So, wie sieht es hier sonst noch aus? Große Welt gibt es sonst noch was drin. Dicken? Kann das Schwert sein oder so? Nee. Oh, ich kann mit B hüpfen? Wie hüpft denn der? Der hüpft noch seltsamer als der Held bei Reason 2. Hui! Hui! Alter Schwede! Woho! Ich muss auf den Topf! Ich muss auf den Topf! Wo ist der Topf? Na egal. Moment mal. X? Achso, ja. Ich sehe das Menü, sonst ein bisschen herumspringen. Überall hat es hier Schrottteile rumliegen. ETF. Aber das ist echt noch praktischer mit der Meta-Anzeige da oben. Ich frage mich allerdings, wie groß ist diese Welt wohl? Hier sind da oben noch die Titanen. Mal ein Teil davon. Ja, könnte sein am Himmel. Der trägt irgendwie seltsame Gesichtsproportion. Ach nee, der Mund ist es, der ist nach unten gezogen. Ich schmoll ein wenig. Ja, mach das. Sorry, kann man wieder einstellen. Ja, Freunde, das war's mal für den ersten Part, würde ich sagen. Soweit sieht es sehr, sehr interessant aus. Ich weiß am meisten Zwischensequenzen und so. Ich habe noch nicht so viel geplant und wir hatten nachher erst zwei Kämpfe zu bestreiten, aber ich schätze mal, das Spiel wird seinen Namen und seinen Ruf alle Ehre machen, von wegen größten Rollenspiel und so. Also, wie es gerade aussieht, die Welt scheint riesig zu sein, das Kampfsystem ein bisschen anders noch als in Last Story, weil da hab's ja so gefeiert und so, und ja, aber auch hier scheint es nicht so schlecht zu sein. In den nächsten Folgen werden wir es noch sehen, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr habt noch sehr viel Spaß mit dem Let's Play, genauso wie ich, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen!